So, guten Abend an alle und willkommen für den etwas spontanen Stream hier vom Clan War gegen 7X Team hier, vom Team X-Mind in der ESL Autumn League. Wir sind gleich soweit, war ein bisschen etwas spontan. Die Musik ist noch nicht zu laut. Tröpfeln. Aber das ist vollkommen okay. Die Spieler schauen wahrscheinlich zu, zumindest. So, wir werden gleich auch schauen, was die erste Map ist. Wir sind auf jeden Fall bereit. Zeratul hat seine Klinge am Start. Ist geöffnet. Ist ja jetzt der Balance-Patch durchgekommen hier. Also mal schauen, wie so die neuen Matches aussehen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich hoffe, das passt alles vom Sound her. Ich habe jetzt ein bisschen... nicht abgecheckt letztens, was so vom Sound Lost and Found Lost and Found. So. Map wird gleich offen sein. So, 120 Sekunden Delay sind drauf, also falls irgendwas Dringendes ist, habe ich einen Chat immer im Blick hier auf der linken Seite. Da werde ich wahrscheinlich eher drauf reagieren als, ja, also werde ich das sehen, eher als ich jetzt namentlich reagieren kann. Und da ist schon der erste Countdown. Gleich geht's los. Erste Map. Lost and Found ZVP hier. Ziemlich neutrale Map, würde ich sagen, für das Matchup. Vielleicht ein bisschen favored für Protoss, weil viele, viele enge Wege, um hier irgendwas zu contesten. Aber das muss ja nichts heißen. Ist auch noch ganz leicht. Und ja, also falls irgendwas nicht passen sollte, aber sollte eigentlich passen, einfach kurz in den Chat schreiben. Dann werde ich das fix sehen. Und dann dementsprechend auch hoffentlich... beheben können, bereinigen. So, da sind wir auch schon. So, in der... Oh, halt, Sekunde mit den Intros, die muss ich natürlich nachher noch einstellen. Wir haben Sly gegen Mütterhead. Okay, das klang ein bisschen französisch, aber alles gut. Auf Lost and Found
Zack, so. In der rechten oberen Ecke gespawnt als gelber Zwerg für das Team Mixed Minds Sly. Ah, sehr schön. Und in hellblau gespawnt für das gegnerische Team für Team 7X Motorhead. Sollte soweit passen. So. Okay. 16 Hedge war das, glaube ich. Ganz standardmäßig, sodass die Probe nicht blocken konnte. Gras dann Pool, also nichts Besonderes hier vom Zerg. Guten Abend, Matze. Schön, dass du da mit reinschaust. Für Protoss hier Gateway Nexus Opening. Aber hat er ein Gas vergessen? Ich glaube, er hat ein Gas vergessen. Aber vielleicht täusche ich mich auch, dass man das Gas erst später nimmt, aber. Das wird halt jetzt gleich. Jetzt nimmt er erst das Gas. Ein Gas, aber das wird jetzt zwei Gas. Ich glaube, das wird maximal vielleicht ein. Oder? Ja, das kommt zu spät. Das wird nicht direkt 50 Gas fertig sein, wenn der Cybernetics-Core da ist. Also schon ein bisschen das Gas zu spät. Oder er will halt nicht zu frühes Gas haben. Ah, okay. Baut zuerst ein Zealot hier. Schnell ist der Hedge für Sly auf der anderen Seite. Jetzt ist der Cybercore fertig, aber wir sehen noch kein Gas hier. Erst jetzt und dann wird es wahrscheinlich direkt angedrückt. Zellet Krone boostet. Wir haben jetzt einen Stalker gebaut, also sehr spätes Warp geht hier erst. Sehr interessant, sehr, sehr interessant. Overlord steht hier, aber ich glaube auch wenn der Stalker rauskommt, gibt es hier eine schöne... Hier eine Stelle und hier eine Stelle, wo er sich drauf verstecken kann. Und Stalker Opening sagt auch einiges aus. Und immer noch kein Gateway. Also keine Ahnung. Vielleicht spielt er mit... Jetzt kommt erstmal das Stargate. Aber das war auch relativ zu spät. Das ist extrem delayed, das Gateway-Tag. Also wenn Zerg hier irgendwas All-In-mäßiges spielt, ist Protoss halt tot. Was ich auch sehr in der Letter feststelle, dass die Protoss einfach sehr greedy Opening einfach gehen. Und dann theoretisch nicht mit den Konsequenzen rechnen könnten. Jetzt kommt erst Warp Gate bei 3.10. Finde ich sehr, sehr spät. High Fantasy. Scoutet jetzt rein, wird das Stargate natürlich nicht sehen, aber den Overlord verlieren. Stargate jetzt fertig. Wird wahrscheinlich ein Phoenix zuerst. Ein doppeltes Stargate, okay, doppelt Stargate Opening. Wird wieder, ist populärer geworden in letzter Zeit. Erstmal ein Oracle hier rausdrücken. 33 gegen 33 Bürger. Jetzt kommen die Spores. In Time noch. Die Linge sind hier ein bisschen am Gateway. Jetzt kommt eine Shield Battery. Also äußerst greedy Opening hier von Protoss, ne? Nur ein Zealot und ein Stalker. Und direkt Doppel Stargate angedrückt, ohne irgendeine Absicherung. Ist sehr gewagt, aber kommt damit durch hier. Roach One als Defensive. Ja, und ein Leer hier für den Zerg. Alles relativ Standard, bereitet sich vor. Steht auch safe gegen alles. Shield Battery wird hier gecancelt wieder. Schaut, ob eine dritte ist. Doppel Oracle jetzt, ja? Danke für die Bits, lieber Matze. Ja, vielen Dank. Weiß nicht, was man da noch sagen soll. Tatsächlich, gerade eben. Doppel Oracle, wird das hier ein Mars Oracle Style? Könnte ich mir vorstellen, weil die Hydras jetzt natürlich wieder schwächer werden. Und wenn das dann überraschend kommt, ist es natürlich dann relativ stark. Hat ja auch erstmal keine Chance reinzuscotten. Also hätte natürlich eine Chance, mit einem Overlord nochmal reinzugehen. Macht doch erstmal Roaches, denke ich. Also ist der standardmäßige Arcan-Drop. Und das ist natürlich dann ein bisschen falsch. Hat jetzt auch sehr viele Roaches gebaut. Geht wahrscheinlich auf so einen Roach-Attack mit 42 Workern. Ja, Roach Link kommen jetzt durchgedrückt und ich glaube viele Oracles sind da gar keine so schlechte Sache, weil sie töten halt einfach Army ohne angegriffen werden zu können. Und ja, 5 Oracles jetzt schon draußen. Oracle 6 wird gerade gebaut. 7 soll gebaut werden, aber es ist kein Pylon da.
Und die bewegen sich jetzt auf die Map und wird theoretisch gesehen. Schauen, ob er da was gemerkt hat. Ne, ich glaube, da hat er gerade nicht hingeschaut auf die Minimap. Baut keine zusätzlichen. Jetzt sieht er sie. Ah, da kommen die zusätzlichen. Ja, und da war die Queen instant rausgenommen. Baut jetzt direkt erstmal zusätzliche. Ah, da gehen. Da wurde ein Oracle verloren tatsächlich. Und jetzt geht er auf die Spockroll an. Da werden einige Drohnen hier sterben. 5 jetzt schon tot. Die Queens hätte vielleicht nochmal kurz schon used können. 9 Drohnen direkt gestorben. Und jetzt zieht er sich erstmal zurück, weil hier ordentliche Linge sind, die hier dran knuspern an der Wall. Roaches kommen mit dazu. Oracle sind immer noch nur 5 Stück, aber es werden fleißig weiter in der Main produziert. Jetzt sind die Roaches hier natürlich. Und da macht man mit Oracles gar nicht mehr so viel. Roaches halten da sehr viel aus. Und da werden ordentlich Schaden machen. Wird hier auch kein weiteres Gebäude gesetzt. Will also auf die dritte gehen hier. Greift sie an. Jetzt kommen viele Oracles nach. Ah, ne, die dritte kriegt er nicht. Da sind hier einfach zu viele Oracles. Ja, wie sieht's mit Workern aus? 55 gegen 44. Der Worker-Count ist ganz okay tatsächlich. Hat hier zwei Spores, hier zwei Spores, hier zwei Spores. Und hat auch Hydra dann jetzt mit den ersten Hydras draußen. Also ein schöner Counter-Attack hier. Hat die Oracles nach Hause geforst. Ah, das werden natürlich immer mehr, ne? Sind jetzt schon 9 Oracles hier. Sagt Units lost. Ein Oracle verloren. Deutlich ein Fehler für den Protoss. Income-mäßig jetzt natürlich sehr gut für den Zerg. Army-Size. Ja, hat man gesehen. Aber finde, war es trotzdem wert. Und jetzt geht es direkt. Aber baut nicht mehr Oracles. Geht jetzt direkt auf High Templar. Für Arkans. Mit der besten Unit von Protoss, Storm. Und ja. Game hat sich wieder ein bisschen beruhigt. Vierte Base für Slice fast durch. Zwei Spores kommen hier auch schon. Creep Spread ist sehr solide. Covert all seine Bases und müsste jetzt hier noch vielleicht ein bisschen was machen, um die 15 noch dann zu nehmen. Aber das ist erstmal okay. Makro ist erstmal wichtiger. Bleibt hier auch auf 66 Drohnen und produziert fleißig Hydras durch. Die ja mit dem neuesten Patch etwas schwächer geworden sind. Und wird dann wahrscheinlich ein Hydra mit plus 1 Timing machen. Und da wird aber Storm schon durch sein. Wird also schwierig werden. Kommt dann wahrscheinlich aufs Micro-Battle drauf an. Zwei Adepten schauen hier, wann, wo, was kommt. Das gehen erstmal zwei Oracles, drei Oracles down. Das war teuer hier für nur einen Tag, drei Oracles. Da war die Reaktion zu spät. Das hat was gekostet. Zwei Oracles sind nur down gegangen, nicht drei. Und da kommen noch ein paar Roaches, die dann buffern sollen für die Hydras. Muss er schauen, dass er nicht zu wenig Hydras hat, weil Oracles fressen Hydras tatsächlich ziemlich fix auf. Kommen jetzt ja auch äußerst viele Gateways hier und keine vierte. Könnt ihr mir vorstellen, dass das so ein 3-Base-Push wird hier. Sly auf jeden Fall schon mal deutlich im Supply vorne, hat auch noch ein paar Worker gedrückt und deutlich mehr Army. Okay, da kommt die vierte. Also werden wir schauen, wer den Fight gewinnt. Laufen hier über die Map der Oracles, aber kriegen nochmal einen Tag raus. Ein Oracle war noch kurz rechtzeitig da. Storm ist durch und sind mega viele High Templar da, die Storm könnten. Jetzt kommt es ein bisschen aufs Micro drauf an. Die Roach läuft schön rein. Der erste Storm hier schon ein bisschen leichtfertig. Zweiter auch, aber er hat sehr viele im Gepäck. Muss er ein bisschen baiten hier. Boah, die Storms saßen mega gut. Und nicht sicher, ob noch genügend Hydras da sind für die Oracles. Ich glaube nämlich nicht. Gehen noch ein paar down. Aber der Arcan geht nochmal down, aber jetzt sind hier noch Stalker und so weiter. Der Push wurde sehr gut geklärt hier. Aber wird auch fleißig nachgebaut von Zerg. Also ist es nicht so, dass es komplett aus dem Spiel ist. Das war auf jeden Fall ein super guter Trade hier für einen Protoss. Muss man schauen jetzt, wie es mit dem nächsten... Und will jetzt rübergehen, das ist auf jeden Fall die ganz falsche Entscheidung. Er hat ja so viele Hydras, damit kann er eigentlich locker drauf gehen hier auf die Stalker. Wartet aber auf Roaches. Die Base wird hier erstmal gecancelt. Die Oracles haben alle keine Energie mehr, das ist natürlich stark jetzt. Kann also hier rübergehen. Hat auch wieder 60, ist auch wieder 60 Supply vorne.
Und ja, jetzt kommen noch mal 8 Drohnen hier, weil er ein bisschen was verloren hat durch Gebäude bauen etc. Plus 2 hat er gedrückt. Ne. Ah, ne, es sind nur die Oracles hier. Hydras wollten die wegscheuchen. Sollte aber nicht allzu lange warten. Weil je länger er wartet, desto stärker wird dann halt auch die Protoss-Armee. Geht jetzt aber rüber. Infestation Pit ist schon gesetzt. Upgrades, wie sieht's da aus? Protoss hat nur plus 1, Zerg plus 1, plus 1. Und plus 2 wird vermutlich gleich fertig. Ja, ist gerade am fertig werden, sehen wir rechts. Für Protoss ebenfalls. Und jetzt sind keine Stasis Wards mehr hier. Das heißt, keine Protoss-Armee, die. Keine Zerg-Armee, die getrappt werden könnte. Und jetzt soll es hier drauf gehen. Schön die ersten zwei Storms gedodged. Und ist hier gerade hier hinten mit einem kleinen Roach und bei unterwegs. Boah. Weiß nicht, warum das gerade ein bisschen leckt hier. Ist auf jeden Fall nicht gerade 60 FPS bei mir. Oh, Oracle direkt mal down hier. Ah, da kommen. Das sind gute Storms, aber reichen die, ist die Frage. Es sind immer noch sehr viele Hydras, sehr viele Roaches. Und nicht mehr so viel Protoss-Armee hier. Und ich glaube, das sollte sogar reichen. Das Supply von Zerg geht immer weiter höher. Und da steht einfach noch super viel hier auf dem Zerg gegen Protoss. Ist jetzt fallen und. Ah, mit den Cannons. Ah, wird knapp. Ich glaube, da kommt er noch nicht durch. Aber mit 167 Supply und wenn man hier schaut, Production Tab, was danach kommt, damit sollte das dann doch schon schaffen, durchzukommen. Spire wird schon angedrückt für potenzielle Carrier oder ähnliches. Oracle hier in der Main machen gerade nichts. Die hätte er mal zu Hause gebraucht zum Verteidigen. Und auch kein Storm jetzt hier. Macht jetzt schönes Hit and Run. Ja, muss vorsichtig sein für Storm hier. Oder passt auf, dass hier kein Storm reinkommt. In die geklumpten Hydras. Ah, jetzt gehen die Cannons langsam down. Macht ein schönes Micro hier. Da sind noch keine Storms da. Aber bald sollten wieder welche da sein. Dauert ein bisschen, aber die vierte wird natürlich jetzt verlieren. Ja, da machen die Hydras immer noch ausreichend DPS. Aber man merkt schon, dass die langsamer schießen. Und 20 Drohnen hinten gestorben. Das waren wahrscheinlich die Oracles gerade, die hier die Base rausgenommen haben, die Worker. Das tat natürlich weh. 55 gegen 57 Worker hier nur noch. Sollte wieder mal ein paar nachbauen. Wo sind die Oracles? Sind die noch am Leben? 11 Oracles sind gestorben, also sind dann wahrscheinlich auch dran gestorben, die Oracles. Aber 20 Bürger waren es natürlich gar kein allzu schlechter Trade, würde ich meinen. Vorher sind die neuen viele Wesen, jetzt sind Disruptor auch noch da. Das heißt, es wird nochmal schwerer für Zerg ein bisschen reinzugehen. Aber Corruptor jetzt schon da und Greater Spire auf dem Weg. Und jetzt auch wieder ein Worker vorne. Hat also schön Worker nachgebaut. Und die Base könnte hier anfällig sein für die Corruptor. Weil die Stalker sind alle out of position. Und jetzt werden gerade Zealots reingeworbt. Und da kommt das Caustic Spray hier, was dann irgendwann 35 Schaden pro Sekunde macht. Was ziemlich heftig ist, wie ihr hier seht. Da verliert er zwar einen Corruptor, aber für eine Base rausnehmen ist das schon ziemlich gut. Und kann er sich hier wieder zurückziehen. Parallel geht der Protoss hier drauf. Guten Abend, Justior. Läuft es bei euch eigentlich flüssig? Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es bei mir ein bisschen hängt ab und zu. Ah, könnte auch nur mein Empfinden sein. Ja, erster Bootlord wird jetzt hier begonnen. Hat aber kein weiteres Supply für weitere. Deswegen kommen hier 5 Overlords und wenn die fertig sind, kommen dann Brutlords dazu. Jetzt erst der Fleet Beacon mit einem weiteren Stargate. Aber 6 Brutlords sind hier gerade am Morphen und werden dann wahrscheinlich auch rechtzeitig da sein. Mal schauen, wie der Fight dann ausgeht hier. Sieht auf jeden Fall, da er auf Creep läuft, dass Protoss am Kommen ist. Armies, oh, weitere Stargates hier eingesetzt. 1, 2, 3 weitere Stargates hier. Zealot run by. Rennt zur 5. vom Zerg hier. Will jetzt hier eine gute Konkave aufbauen. Soll auch jetzt drauf gehen hier. Da kommt der erste Storm.
zweiter, aber da ist Brothers gerade sehr einfach viel zu überfordert mit der ganzen Army. Haut alles auf einmal raus. Hier alle Disruptor gehen down und das war schrecklicher Fight für den Brothers. Da war er einfach gerade nicht da, um seine Army zu kontrollieren, beziehungsweise hat Zerg auch eine sehr gute Cover gehabt und da war Brothers einfach gerade ein bisschen zu langsam, um ordentlich drauf zu reagieren und hat jetzt auch kaum was gegen die Brutlords. Die Stalker haben, glaube ich, keinen Blink. Nee, haben sie nicht. Hat relativ viele dafür, dass er keinen Blink hat tatsächlich. Blink erst jetzt kurz vorm Fertigwerden. Die neuen Tempest werden gebaut. Das ist natürlich interessant hier. Da kommt ein kleiner Runway kommen. Der wird aber abgefangen von der Army. Die vierte wird wohl down gehen. Und da sind die Tempest. Die neuen schnellen, aber dafür etwas weniger HP-lastigen. Also etwas nicht schwächer, aber fragiler. Ah, guten Abend, Chris. Und jetzt soll ich ja drauf, genau, da sind schon Corruptor da. Ich bin aber ein bisschen stärker jetzt tatsächlich. Ah, jetzt geht er drauf. Boah, und die fallen ja schnell um. Uiuiui, fallen die schnell um. Ah, das ist einfach zu viel vom Zerg da. Brother Supply sinkt runter. Zerg bleibt bei 200 und da kommt gleich das GG. Ja, da ist GG. Da hat das erste Game relativ souverän gewonnen. Okay, läuft flüssig. Das ist gut. Auf Lost and Found hier. 17 Minuten 23 ging das. Also mal schauen, wer als nächstes dabei ist. Und wen sie beim X-Team als nächstes stellen wird. So, Chat wieder aufmachen. Ah, dauert natürlich ein bisschen jetzt, bis die Gegner einen neuen Spieler bestimmen, da ja die auch wahrscheinlich nur den Stream schauen und der natürlich etwa 2 Minuten später ist, etwas Delay hat damit. Guten Abend, Narwolf. Passt das von der Musik her? Ist die laut genug? Eigentlich? Resubscription confirmed. Oh, vielen, vielen Dank. Ja, auch bei mir nochmal vielen Dank für die Resubscription mit Twitch Prime Abo. Sehr geil von dir. Sehr, sehr geil. Wird einem guten Zweck zugeführt. Wahrscheinlich Drogen und Prostituierte für Thilo dann.
Ah, sehr gut, sehr gut. Nicht, dass die zu leise ist jetzt hier in den Pausen. Wo ja natürlich nicht so viel passiert. Vor allem, da wir noch nicht mal die nächste Map wissen, wissen wir noch gar nicht. Kann man auch noch gar nicht über die nächste Map irgendwas erzählen. Jetzt wissen wir es aber. Wird Acid Plant sein, die nächste Map. Ach, das sind deine. Na gut, dann. Na dann, na dann. Schauen, Asset Plan, soll das drauf sein? Ah, okay. Natürlich geht das nicht. Schade. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber es ist leider nicht der aktuelle Map Pool. Oder eine Tür. Ach Quatsch. Alkohol ist doch auch eine Droge. Und Kaffee. Also Koffein. Und da kommt der das FBI auch nicht. So, wir warten nur noch auf den Caster von den Gegnern. Und dann geht's auch schon los. So, da läuft der Countdown. So, da sind wir auch schon in Map Nummer 2, Asset Plant. In der oberen linken Ecke. Da hat das Protoss, aber diesmal im wunderschönen Violett gespawnt. Der gute Enigma von Team 7X. Sein Gegner. Der hat das Logo vom Dark Society Gaming. Und sein Gegner vom Team Mixed Minds in der rechten unteren Ecke als gelber Zerg gespawnt. Sly. Sogar das Ergebnis hier passt. Das hat man ja natürlich auch nicht oft. Hier gibt es sogar Idle Time, die hier berechnet wird. Ah, okay. Aber wirklich sinnvoll ist die auch nicht. Weil im Prinzip das ja auch schon Idle Time ist, also Time, wo die Worker nicht meinen. Die wird natürlich nicht berechnet. Aber wahrscheinlich Time, wo einfach Worker stillstehen, wie jetzt hier gerade eben. Aber naja. Es gibt sie mal als Zahlenwert mit drin. Protoss hier das normale Gateway Opening mit auch Gas. Und jetzt der Nexus und jetzt kommt hier wahrscheinlich weiter ins Gas reingerellt, genau. So dass man dann auch halt passend 50 Gas hat. Weiß nicht, ob das gewollt war vorher von Dings, vom vorherigen Protoss, aber habe ich auf jeden Fall nicht so oft gesehen. Ja, bei Sly hier natürlich Hedge Gas Pool. Ganz normal, nichts Ungewöhnliches und wieder die zeitige dritte. Kein Protoss denkt hier, dass er einfach mal die dritte denyen muss, also blocken mit einem Worker. Das finde ich sehr interessant. Weil das wird oft ganz gerne gemacht, aber das machen die Protosse hier scheinbar nicht. Kriegt also eine zeitige dritte sehr einfach durch. You have acquired a follower.
Dankeschön fürs Followen. So, na, hast du noch nicht gefollowt? Oder hast du gerefollowed? Sonst wäre ja ein Abonnement vorm Followen. Das wäre ja ungewöhnlich. Ah, Overlord, okay. Bitte nicht sterben. Hier kommt zuerst der Stalker und danach der Adept. Wird vermutlich... Also ein Stalker first wird auf die T-Drop schließen. Und macht hier jetzt auch direkt Link Bane All-In als Reaktion darauf vermutlich. Kommt auch hier direkt die Robo. Und relativ offene Wall, aber wird hier mit einem Gate wahrscheinlich gleich geschlossen. Ja, da kommen ganz viele Linge. Wird das gescoutet von einem Adepten? Ja, Adept leuchtet sich hier raus. Aber wird vielleicht erst spät sehen. Die Linge laufen schon rüber. Geht wie hier. Und da kommen immer mehr Linge nach. Ach, der Stalker läuft auch mit rüber. Will den Overlord bekommen. Ah, da sind 6 Linge, die das wahrscheinlich verhindern werden. Nein, den Overlord bekommt er. Das tut natürlich jetzt weh. Aber Linkspeed sollte gleich durch sein. Recall direkt. Aber der Adept geht down hier. Und da wurde schon eine Sentry gebaut. Und jetzt Shield Battery. Ja, jetzt kann er natürlich sehr gut drauf reagieren. Sehr ungewöhnlich, bei jedem normalen Opening würde er jetzt hinten sein, wenn er mit Stalker rübergegangen wäre. Da kommen weitere Dings. Linge greifen hier einzeln an. Ah, jetzt kommen nochmal viele Linge. Ich will hier das Force Field rausbaiten. Schafft er auch, aber der Stalker ist mit draußen. Ah, die zweite Sentry ist da gerade. Und Warpgate wird wohl fertig werden hier, denke ich mal. Oh, das zweite Force Field kam. Keine Wenige reingerannt. Aber hat natürlich generell sehr wenig Stuff hier, um zu attacken. Und ach, jetzt kommen erst neue Linge. Oh, 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 da kommen alle Wenige. Oh, und da sind alle Sentries down. Und der Twilight Count und der Cybercore gleich mit. Und wollte hier erst einen Observer. Das verstehe ich gar nicht, warum hier jetzt ein Observer kommt. Und geht direkt in die Mineral Line, wie es auch richtig ist. Oh, und das Gateway wird gleich noch mit down genommen hier. Geht in Surveillance Mode. Gateway geht down. Aber die Warp-Gates werden nicht abgebrochen. Zealots sind jetzt hier und Worker. Und da ist natürlich 2, 3 Shield Batteries, die ja sehr stark das verteidigen können. Haben hier immer noch mehr für den Zerg. Aber langsam, glaube ich, wird sich der Spross hier stabilisieren. Und jede Zeit laden halt die auch die Shield Batteries wieder neu auf mit ihrer Energie. Sieht man ja 40, 41. Diese letzten werden hier direkt surrounded wieder, aber da ist immer noch Shield Battery, die hier ranreicht. Ah, da gehen die alle down wieder. Und das wird wohl schwer hier durchzukommen. Ah, sollte. Ah, jetzt greift er hier an. Geht auf das angeschlagene Gateway hier. Ah, da ist eine ganz schöne Gebäudewall. Und drückt auf jeden Fall weiter durch. Ich glaube, der richtige Weg, hier wieder rauszugehen. Lass ihn mal in. Allein schon, wenn man auf die Worker schaut, würde wenig möglich sein, aber jetzt sind wieder 2 Sentries da. Aber wenn hier die beiden Gateways down gehen, in der Main hat er nur ein Gateway stehen. Und da kann hier einfach sehr viel gerade angegriffen werden. Wird hier jetzt da nochmal ein Pylon wird gebaut und jetzt auch ein Mortal da. Der macht natürlich sehr viel Schaden. Und da gehen natürlich immer Linge down hier, während die Gebäude angreifen können. Ne? Aber jetzt ist hier offen, aber nur noch 3 Linge da und ich glaube, das ist größtenteils gehalten hier. Ja, da ist auch das GG. Lucky Scout hier ein bisschen für den Gegner mit Stalker und Adepten. Wäre halt, und der Overlord flog halt ein bisschen schlecht tatsächlich. Die Overlord sollte man eben deswegen ein bisschen immer in der eigenen Base halten. Der kam irgendwie sehr, sehr komisch rausgeflogen dann am Ende noch. Und deswegen hat er halt dann sehr viel Army hier zu dem Zeitpunkt, konnte das ganz gut verteidigen. Aber naja, so ist es manchmal in StarCraft. Müssen ein bisschen warten, bis der nächste Spieler und die nächste Map dann hier bekannt sind für Team Mixed Minds. Und dann schauen wir mal.
Dankeschön für den Host. Ah, ich habe gar keinen. Ah, sorry, ich habe. Danke, Selfie. Ich habe gar keinen Host-Alert. Sorry, das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Da muss jemand mal bestimmt einen Host-Alert machen. Und auf jeden Fall vielen Dank und gute Nacht. Nächste Paarung steht gerade eben fest. Es wird Chaka sein auf Dreamcatcher. Das mit den VIP-Orden ist jetzt neu eingeführt von Twitch. Ah, okay. Genau, es gibt nur maximal 20 davon und die haben, glaube ich, spezielle Berechtigungen oder so auf deinem Kanal. Aber, boah, ich habe mir das noch nicht genau angeschaut mit den VIP-Sachen. Also die können irgendwie so besondere Sachen und so weiter. Die haben irgendwie wie so ein Zwischen... Also ein bisschen höher als normaler Nutzer, aber immer noch niedriger als ein Mod. Also Mod steht immer noch höher als VIP. Sorry, war noch gerade was ganz Witziges in der Lobby. Na dann, willst du lieber VIP sein, nehme ich mal an. Sonderwolf, ne? Ich meine, wer will schon Moderator sein? Das ist ja lame. VIP ist das neue Moderator. So. Da gehen wir auch schon in Dreamcatcher rein. Die Einladung mache ich ganz kurz und knapp. Oben links, also Orange Terraner vom Team X Mainz. Shakur. Sein Gegner in der unteren rechten Ecke als lilaner Protoss Enigma. So, ich gieße mir nochmal schnell was zu trinken ein. Das ganze Reden macht nämlich einen trockenen Rachen. So, bin mal ganz gespannt hier, wie sich das Match ein bisschen verändert hat nach dem Balance-Patch. Es sind ja neue Cyclins draußen. Ganz frische Cyclins aus der Manufaktur. Der Patch-Manufaktur.
Hat hier auf jeden Fall erstmal keine Proxy Barracks, aber ein Proxy Building. Ich nehme mal ganz stark an, eine Proxy Factory. Schön hier unten. Oh, wurde vielleicht in die Main geflogen? Das fände ich ja lustig. Das sieht man auch, da hat man ewig nicht mehr gesehen. Das hat man mal so aus Spaß immer mal gemacht. Eine Factory, dann die hier schön in die Main fliegen und Widowmines hier rein rallyen. Aber nachdem die halt danach nicht mehr komplett gecloaked sind die ganze Zeit, ist natürlich relativ schlecht geworden. Genau, da war die Factory angesetzt. Wo das sieht das hier? Sieht kein weiteres Gas. Jetzt wird das genommen, damit es nicht geblockt werden kann. Macht jemand. Also jemand entscheidet dann, Justior, das sieht gut aus, der wird einfach VIP auf diesem Kanal. Und ich glaube, das kann nur der Kanalbesitzer machen. Also der auch den Account besitzt zu diesem Kanal. Meines Wissens nach. Aber wird direkt gesehen hier, der Adept. Hat er das direkt gefunden? Hat das direkt hier gesucht, aber zumindest die Widowmine wird fertig. Da wird direkt gecancelt. Ärgerlich natürlich hier. Da steht er jetzt weg und kann die Mine auch dodgen. Oh, hat's aber verkackt dezent. Verliert den Adepten trotzdem, wenn eine zweite Widowmine kommt. Und wenn sie Glück hat, kriegt sie sogar einen Stalker. Ah, kann ihn aber wegrennen, glaube ich. Na, die Mine ist, glaube ich. Ah, genau gleich schnell wie der Stalker. Oder auch nicht. Ah, da kommt ein zweiter Stalker. Und zu Hause wird schon der Starport gemacht für einen Medivac. Ja, und jetzt ist natürlich schon der Dings gekrono-boostet hier, der Observer. Da kommen nochmal 6 Marines rübergelaufen. Und das Medivac wird wahrscheinlich dann hinterher geboostet, eventuell, kann ich mir vorstellen. Sodass hinten die Medivacs reingehen und vorne dann 6 Marines draufgehen. Oder wenn er halt irgendwie weggehen will. Oh, kann einfach so. Ein bisschen zu spät. Müssen sich zurückziehen hier. Ah, kriegt er nicht mehr. Oder kriegt er noch eingeladen? Eine kriegt er noch. Und sieht natürlich das Medivac, das boostet aber hoch. Parallel laufen hier die Marines rein und da steht gar nicht mehr. Okay, da stehen 2 neue Stalker. Oh, das Medivac. Oh, geht hier noch nicht. 6 Worker. Das ist natürlich richtig satt hier. Nochmal, was da down geht. Aber unten die Marines sollten geklärt werden von nur 2 Stalker. Wo sind die restlichen Stalker? Ach, die sind hier gerade. Da wird ein Tank gebaut. Oh, der Cybercore geht vielleicht down. Ah, ein Stalker wird rausgenommen. Ah, okay, das Medivac auch. Und da wird der Cybercore gefokust. Nee. Schade, aber ein Tank kommt hier raus. Es kommt hier ein Liberator, der direkt zusiegt. Und Liberator mit Tank ist eklig, weil er hat keinen Blink. Ah, da ist ein Immortal da. Ah, okay, ja, mit Warplusen ist das easy. Da kann er halt einfach außen rum micron. Ne. Ja, und da geht der Tank einfach viel zu schnell down. Da ist das Warplusen einfach deutlich zu gut. Jetzt kommt hier nochmal nach Worker, aber ich glaube, das ist dann auch zu spät. Ja, macht der eine Liberator auch nichts gegen das Warplusen hier mit ordentlich was. Die Worker werden nochmal mitgezogen hier. Naja, Panzer kommt raus. Ah, da macht er auch nichts wirklich. Ja, da wird er einfach nochmal ausgeladen. Kann man nichts machen. Solide Defense hier vom Protoss. Obo natürlich auch direkt die richtige Wahl gewesen für den Start. Warprison geht down jetzt. Ah, Terraner hat halt so viele Worker verloren und hat keine zweite Base. Also ist praktisch One Base All In hier. Da kann man wenig machen.
Die zwei Stalker laufen direkt hier durch, nehmen einen Liberal raus, nehmen den zweiten. Und dann kommt das GG. Brutus auf jeden Fall noch nicht schwach. Und mal schauen, wer als nächster Spieler dran ist. Okay, Meditil und Parasite ist das nächste Map. Ich glaube, ich habe es nicht zu spät. Nein, wurde gerade erst eben gepostet. Hier. Also ein bisschen Chat lesen nochmal. So. Update. A host has connected to the Hollow Feed. Ah. Also Host Alert scheint zu gehen. Aber warum wurde dann vor uns der Host Alert nicht angezeigt?
Okay, auf jeden Fall starten wir schon mal in die nächste Map hier. Parasite. Oh Gott, wie steht's denn? Uiuiui. Meditail auf Parasite. 2 zu 1 steht's gerade. Also alles noch offen. Okay. Kann man sich nachher nochmal Gedanken machen. Auf jeden Fall rechts der untere Ecke gespawnt. Als hier einer Protoss nochmal. Enigma. In der oberen linken Ecke als blauer Zerg gespawnt. Vom Team Mixed Minds. Meditail. Parasite, glaube ich, mit die größte Map hier im Map Pool. Ein schönes Biotop. Sich die Map ein bisschen anschauen, was denn hier? Ein Infestor, der vergraben ist. Sieht ganz so aus. Sich ein Teich. Landschaft, Sträucher. Probe fährt zum Scouten. Wird eine Hedge sehen. Hedgegas Pool, ganz normales Opening. Ansonsten gar nicht mal so viel zu entdecken hier auf der Map. Überall so ein paar Investoren verstreut. Oder sind das Investoren? Sieht zumindest sehr nach eingegrabenen Investoren aus. Ansonsten nicht sehr viel weiter zu sehen. Naja, wie dem auch sei, Cybernetics Core eingesetzt, Gas ist genommen. Ziemlich Standard von beiden Spielern, nichts Besonderes, aber das war ja ein bisschen zu erwarten. Drohnen werden aus dem Gas gezogen, damit eine zeitige Dritte wahrscheinlich genommen werden kann. Weil man am Anfang nicht gleich so viel Gas braucht, sondern eher die Drohnen und die schnellere dritte Hedge nach Linkspeed, das sei zu sagen. Und ja, schaut, ob hier eine Drohne, eine Probe sich versteckt. Aber die ist schon wieder nach Hause gefahren, glaube ich. Zumindest sehe ich sie nicht auf der Minimap. So. Ja, alle Drohnen auf. Protoss jetzt hier natürlich mit standardmäßigem Stargate. Oracle wird die Krone boostet, aber es werden wahrscheinlich genau jetzt gleich Force angesetzt. Und ist auch ein schnelleres Oracle. Also ich glaube, er hat auch Bobgate dafür delayed. Nimmt hier unten wahrscheinlich die dritte, anstatt da. Ist natürlich hier ein bisschen offener. Aber wird schon einen Grund haben, warum man die da nimmt, anstatt hier. Ja, Oracle fliegt ganz gemütlich rüber. Wird versuchen, ein paar Drohnen rauszunehmen, aber hier stehen zwei Queens. Da steht eine Queen und ein Spore, da wird nicht so viel zu holen sein. Boah, schöner Save nochmal hier von der Drohne. Die wir da aber kriegen. Oracle erstmal nur eine Drohne bekommen und ein bisschen Scout.
Da war ja was. Ah, okay. Eine Grenze von 5 Führern. Oh, Oracle gedownt. Das sollte natürlich nie passieren hier. Dass ein Oracle down geht und hat auch nur 2 Drohnen erreicht. Das war ziemlich gut gerade für Sly. Aha, eine Grenze von 5 Führern. Okay. Es gibt sie immer noch. Genau, es gibt sie ja immer noch. Sonst hätte ja der Host Alert angezeigt worden. Aber kann man da nicht einzelnen Leuten, bei einzelnen Leuten eine Ausnahme machen, wenn sie hosten, wie zum Beispiel bei Matze Stream? Zerklinge schauen hier, ob eine Drohne da ist. Sehen alles da. Versuchen mal eine Drohne mitzunehmen, aber. Ja, ein Probe. Ja, kein Problem, kein Problem. Roaches werden hier sicherheitshalber gebaut. Ist hier Doppelrobo? Wo steht die? Ach ja, an der dritten direkt. Ich Idiot. Doppelrobo hier für Doppel Immortal Production. Schön ist der Nip-Status weg. Naja, Charge Slots werden angesetzt. Wahrscheinlich kommt gleich noch das Templar Archive hier für Immortals. Weil hier Gas genommen wird. Und wenn kein Gas genommen wird an der dritten, wird das wahrscheinlich ein All-In. Oder ein 2-Base-Push mit halt, beziehungsweise 2-3-Base-Push, aber ohne halt das Gas an der dritten und so. Wird dann doch halt Tech-Wege eingeschlagen, wie hier das Templar-Archive mit Storm und Arkans. Oder weitere Gateways. Und jetzt kommen natürlich einige Roaches darüber gelaufen. Und ein Spire hinten dran. Das sieht man auch nicht so oft. Aber ich denke gerade jetzt, wo Robo B ein bisschen preiswerter geworden ist. Und die Robos sind, glaube ich, immer noch gleich geblieben. Wird man aber vielleicht auch öfter mal ein bisschen sowas sehen in der Richtung. Und das Spiel ist gleich fertig und oh, da stehen die Immortals aber gefährlich. Ah, da kommen nochmal gute Force Fields hier. Da muss ich, glaube ich, trotzdem ein bisschen zurückziehen, ja. Die Force Fields saßen echt ganz gut für die Schnelle. Da kommt nochmal ein Ravager. Sammelt aber ein bisschen Gas jetzt schon an für die Mutas hier. Da kann er nicht reingehen, er muss verteilen, einfach zu starke Schellen. Nimmt nochmal raus, was er kann. Ah, kriegt aber nochmal die Sentry, das ist ganz schön hier. A3 Immortals sind halt so stark. Das ist richtig krass und die Protosse weinen trotzdem noch. Also Immortal macht schon echt so ziemlich alles kaputt, was auf dem Boden steht. Wenn er ein bisschen Support hat tatsächlich. Ach stimmt, Meditail ist das ja. Oh, der geht... Oh, das ist aber stark jetzt hier vom Protoss. Da kamen immer mehr Roaches und da hat er nicht mehr so viel auf Verteidigung gesetzt. Aber gleich kommen noch 2 Immos wieder raus. Und dann wird der eine Immus durch 2 ersetzt, wie eine Hydra, ne? Schlägst du ja einen Kopf ab, wachsen 2 neue nach. Und dann hat er auch natürlich hier den Spire gescoutet, glaube ich. Hat er. Und hat natürlich mit Doppelstarge direkt geantwortet. Und Meditil drückt aber nur noch Roaches und Linge durch hier. Sehen wir gar hinten. Das heißt, mit dem Push hier muss was passieren. Reicht ganz knapp aus hier. Ah, die Mutas können zumindest hier das Void Ray clearen. Wenn sie denn wollten. Aber er denkt halt, sein Spire wurde noch nicht gescoutet. Aber wurde er leider schon. Der Ravager überlebt hier sogar. Interessante Skins. Das ist, glaube ich, die Urzerk-Skins hier. 1, 2, 3, 4, 5 Immortals. Die sind krass. Die sind richtig krass. Oh, schön hier. Phosphates gedodged und 2 Roaches down. Und dann will er aber die Mutas echt nicht zeigen. Obwohl halt hier schon 20 Phoenixe da sind. Ja, das ist ein Phoenix für jeden Muta. Da macht er gar nichts. Und das Void Ray kriegt hier halt ordentlich was mit. Und drückt aber weiter Roaches und Ravager durch. Weil da werden dann gleich einfach für den Fight alle Ravager geliftet. Oder halt auch so, er kann halt nicht rübergehen. Die Ravager werden einfach geliftet von den Phoenixen. Und down gefocust. Und hier kommt Doppel Immortal Production, ist so stark. Deswegen mache ich keine Mutas mehr, weil es halt eigentlich immer gescoutet wird. Und gegen Roaches braucht man einfach nur Immortals bauen und dann ist man safe. Für immer. Egal wie viele Immortals man hat. Fast. Und ja, Roaches alleine relativ schwach geworden. Es sei denn, man Microt halt wirklich richtig gut oder hat halt deutlich mehr Roaches als Immortals, aber das meine ich eben, ne? Ravager werden halt einfach geliftet und so weiter. Kann nicht mehr rüberlaufen. Hat zwar deutlich mehr Army Supply, aber es ist A halt nur Roaches. Beziehungsweise Ravager und jetzt kommt das Sidebus. Und B werden die Phoenixe halt alles liften, ne? Und halt jetzt auch noch Doppelstargate. Auch gar nicht mehr so schlecht fürs Late Game, wenn er dann einfach Carrier gehen will.
Ordentlich Pylons werden jetzt eingedrückt. Fleet Beacon sehe ich aber noch nicht. Ah doch, da ist der Fleet Beacon schon. Wird jetzt also auch gleich Carrier bauen. Da kommt schon plus 1 für er. Und ja, damit steht der Timer für... Obwohl, Carrier sind gar nicht mehr so stark tatsächlich. Aber sind jetzt halt deutlich schneller. Deutlich schneller draußen. Aber die Interceptoren kommen deutlich langsamer raus. Und sind noch kein Storm da. Ah, guckt euch das an, ne? Er hat halt nichts außer Immortals, paar Zealots und ein Arken. Okay, jetzt kommen ein paar mehr Arkens dazu wahrscheinlich. Das ist halt eine 8 Immortal-Armee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine 10 Immortal-Armee ist das. Und die tötet sogar noch recht viel. Aber jetzt kommen hier ganz gute Beils. Und es wird eine Robo rausgenommen hier. Wo sind die Carrier? Carrier noch nicht da. Boah, guckt euch das an. Was für eine DPS die Immortals haben gegen alles, was da so ein Armor-Tag drinstehen hat. Was sieht jetzt mit den Carriern aus? Sind die schon da? Noch ein bisschen größer. Da kommt der erste Carrier. Jetzt kommen halt Roaches nachgebaut und Hydras. Aber beide sind halt Max und das ist halt eine Carrier. Also, Protoss hat keine schlechten Einheiten in der 200 Max-Armee. Wogegen Zerg fast nur schlechte Einheiten hat in der 200 Max-Armee. Ja, jetzt hat alles noch geliftet. Und er hat keine Bank und Protoss hat eine riesige Bank. Ah, da wird noch das auf dem Rückweg mitgenommen, was geht. Ah, da, die ganzen Ravager werden rausgeliftet, die ganzen teuren Gas-Units. Und jetzt kommen erst die Hydras wieder. Ah, jetzt sind die Phoenixe down, aber es sind immer noch so viele Mortals da. Und jetzt auch halt auch Carrier, ne? Die bauen jetzt zwar lange nachzubauen. Naja, das ist einfach eine krasse Armee hier. Und Guardian Shield wurde ja jetzt auch noch vergrößert, ne? Das ist jetzt auch nochmal stärker geworden. Da sehe ich keine Möglichkeit. Da brauche er halt noch nicht mal Storm. Da reicht halt eine normale Protoss-Armee aus. Hyde war es auch schwächer geworden. Und dann macht er halt einfach gar nichts mehr. Charger, jetzt kommen wir jetzt danach. Ja. Und da dürfte gleich das GG kommen. Ja, da kommt das GG über Blade. Da konnte er nichts mehr machen. War ganz gut gemacht von Enigma hier. Und damit kommt jetzt der letzte Spieler von Team Mixed Minds. Was sehr vermutlich der gute Tilo sein wird. Auf Blue Shift wird jetzt das letzte Match stattfinden. Ah, ich glaube, das ist sogar noch aktuell in den Ladder Maps drin. Ja, natürlich. Warum nimmt man auch nicht Blue Shift raus? Oh Gott, Blue Shift ist eigentlich okay. Parasite ist die schlechte Map.
Host connection detected. Routing Hollow Feed now. Oh, dankeschön, lieber Fetzer, für den Host, für mit 7 Viewers. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, ich werde ihm gerecht. Ich streng mich auf jeden Fall an. Und mal schauen, das ist gerade das letzte Match. Für alle, die neu dazugekommen sind. Zwischen dem Clan War, also vom Clan War. Zwischen Team Mixed Minds und Team 7X aus der ESL Herbstliga. Und wir sind gerade in einem PvP. Unten links ist unser Spieler in, als gelber Protoss gespawnt mit Namen Pressure. Und in der oberen rechten Ecke ist der Spieler vom gegnerischen Team, vom Team 7X namens Enigma. PvP könnte sehr interessant werden hier auf der Map. So, halt, muss noch kurz was abklären. Bin jetzt wieder voll da. Aber da Protoss am Anfang sowieso meistens einfach komplett Mirror-Builds sind, gibt es einfach nichts zu erzählen. Außer jetzt über die Map. Blue Shift wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weiß nicht, könnte noch die kleinste Map im Map-Pool sein. Ich glaube, es ist noch die kleinste. Zumindest von der Rush-Distance her. Also ist tatsächlich fast sofort da. Und ja, im PvP könnte hier einiges passieren. Ich denke, man kann hier sehr aggressiv spielen, weil eben trotz der eine langsame Army sehr gut begünstigt wird von kleinen Maps tatsächlich, mehr oder weniger. Beziehungsweise, weil Protoss ja dann einfach schneller aggressiv werden kann. Hier haben wir beide zweimal ein Stalker Sentry Opening tatsächlich. Interessant jetzt. Interessanterweise. Neu auch jetzt, dass man hier den Chrono Boost Timer sieht. Wie lange das läuft. Probe greift ein bisschen an. Wird bei beiden eigentlich Stars Chrono Boostet? Ich glaube nicht. Hier sind noch 72 Energie drauf. Und hier auch. Okay, also wird das wahrscheinlich bei beiden Chrono Boostet. Muss ja aber nichts heißen. Wahrscheinlich ist das standardmäßig im PvP, dass man hier seinen Warp-Gate Chrono boostet, damit man wahrscheinlich gegen einiges safe ist. Pressure hier mit dem ersten Nexus. Und die Probe wird vom Stalker verjagt. Ah, kam sie leider nicht davon. Jetzt hier nachgezogen von Enigma. Bald auch mit der Shield Battery und so weiter und so fort. Jetzt kommt hier das erste Tech-Building mit dem Robo, mit der Robotics Facility. Und bei Enigma noch nichts bisher. Wird auch wahrscheinlich nochmal eine Sentry hier. Aber bisher erstmal nichts weiter. Hallucinated Phoenix fliegt durch und wird alles sehen, weil hier nichts mehr ist, um das zu verteidigen. Sieht, dass hier auch noch kein Tech-Gebäude da ist. Also gar keins. Könnte sich jetzt denken, okay, vielleicht ist irgendwas geproxied worden. Proxy DT, Proxy Stargate oder ähnliches. Aber mit einer Shield Battery in der Main sollte relativ sicher sein und an der zweiten. Und jetzt kommt erst die Robotics Facility, auch von Enigma hier. Thilo geht direkt schon auf das Twilight Council im Nachhinein. Und wird wahrscheinlich erstmal vielleicht, okay, mal Ball erstmal eine Mortal. Ist wahrscheinlich ganz gut, wenn er irgendwie Aggression erwartet, was jetzt hier tatsächlich auch rüberkommt. Mit dem Model ist da sehr gut aufgestellt und kann dann auch nochmal zwei Stalker dann nur dran warpen. Ist auch gerade nicht Supply Block, sollte also passen. Sollte auch vielleicht machen, zwei Stalker heranzuwarpen. Aber wird wahrscheinlich erstmal auf Blink gehen, was natürlich relativ sehr passiv ist hier. Ah, geht natürlich erstmal auf Blink. Aber jetzt kommt nochmal ein Stalker und sollte auch noch einen zweiten ausmachen. Und macht er auch. Das sieht hier sehr gut aus. Da muss er aufpassen.
ganz akzeptable Force-Fields hier von beiden. Ja, da kommt der Immo und mit dem Immo ist sofort direkt vorbei. Sehr cooler Trade hier von Tilo. Hat eine Probe verloren. Eine Probe verloren. Also praktisch nichts. Und hat eben die Robo deutlich eher, ne? Hier ist der erste Mortal noch nicht mal angefangen. Und Blink hat er auch schon auf dem Weg. Wird also, ich denke mal, er wird sich entscheiden, hier auf ein schönes 2Bs Blink Immortal Timing zu gehen. Blink Stalker Immortal Timing. Blink Immortals wären, glaube ich, das OPste, was es gibt in StarCraft. Prinzipiell bin ich für den Balance Patch. Sind ein paar coole Sachen drin. Ich habe auch gesehen, dass die Hydras, die waren halt wirklich recht stark. Finde ich. Ein. ein Disruptor wurde halluziniert. Also prinzipiell bin ich dafür. Ich habe halt selber noch nicht gespielt, also kann ich nicht sagen. Aber scheint ganz okay zu sein. Ich kann jetzt nur wieder Meinungen von Pro-Gamern wiedergeben. Die meinen, dass jetzt beispielsweise im ZVP man eher aufs Late-Game warten muss, weil man vorher nichts machen kann. Aber kann ich natürlich alles nicht bestätigen. Ich denke, Terraner hat sehr coole Updates bekommen und so weiter. Und ja, da sehen wir hier auf jeden Fall Blinkstalker und Sentries rüberlaufen. Ist da ein Warprison mit dabei? Und wenn ja, wo? Ah, da sind zwei Adepten. Hier in der Main vom Tilo. Und da wären... Ach, Slow Warp in, weil der Pylon nicht in der Nähe steht. Das ist ja mega ärgerlich hier. Aber auch das gleiche auf der Gegenseite. Sorry, dass ich nicht gesehen habe. Das gleiche auf der Gegenseite. Da wird er komplett runtergezogen. Schön, hat zwei Force Fields rausgebetet, aber selber auch gesetzt. Ah, kein Warprison da. Geht auch mit einer Robo hinterher. Mit einem Robo B. Ah, da waren natürlich bessere Force Fields gerade vom Gegner da. Ah, weiß ich nicht. Hat er das Warprison vergessen? Das verstehe ich gerade nicht. Will vielleicht nur ein bisschen Stress machen, dass er nicht hochgehen kann. Ah, jetzt ist da halt ein Immortal, ne? Ah, da verliert er keine Sentry, glücklicherweise. Ja, und generell, also ich finde, man kann jetzt noch nicht so viel über den Balance-Patch sagen, aber ich würde nicht sagen, dass er Sachen schlechter gemacht hat. Ich würde sagen, ist grob okay. Wird die Zeit zeigen, ob irgendwas noch nicht so läuft. Und das wird dann wahrscheinlich halt nachgepatcht. Ja, und dann kommt es halt auch immer auf die Maps drauf an, was da gespielt werden kann. Terraner, Mech ist jetzt wohl viable, also Battlecruiser ziemlich stark, gerade jetzt, wo Hydras wieder schwächer sind. Und ja, ich denke auch, Bio ist ganz gut mit den neuen Minen-Upgrades und so weiter. Ich denke, es wird ein bisschen mehr wieder viable sein und bringt halt wieder ein bisschen frische Luft in die eingefärschte Welt. Vielleicht ist Protoss jetzt ein bisschen schwächer gegen Terraner. Terraner musste ja eigentlich fast immer proxyen, um nicht hinten zu sein gegen Protoss. Vielleicht wird sich das jetzt in Zukunft ändern. Wieder zwei Adepten in die Main reinschäden und... Oh, die konnten lernen durchgelassen. Das tat weh. Even Supply auf jeden Fall. Aber halt doppelt Disruptor hier für Pressure. Und ja, Arkans hier auf dem Weg für Enigma. Und in der Verteidigung kann man halt Disruptor echt... Kann kaum eine Unit Disruptern hier die Stirn bieten. Oh, wenn das Warprison... Oh nein, 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 die umlaufen sich. Die umlaufen sich. Das ist richtig ärgerlich. Sieht er hier, glaube ich, auch nicht. Ne, er hat keinen Highground. Das ist ärgerlich, dass er... Ja. Willkommen im PvP, willkommen beim Base Trade. Aber aktuell ist, glaube ich, Tilo besser dran hier mit dem Base Trade. Wenn er jetzt direkt reingeht... Oh, er geht raus. Er denkt halt, dass hier die dritte ist. Ja. Da wird halt nachgerallied, ne? Da kommt dann hier wahrscheinlich ein... Ja. Ja. Ja, und hier hinten geht halt mit Stalker, mit Zelle rein und so weiter, ne? Ja, und jetzt ist halt Base Trade Szenario. Keine Ahnung, keiner hat gescoutet und so passiert dann halt Base Trade Szenario. Ja, wird sich zeigen, wer hier noch Probes rauskriegt.
macht er jetzt hier hinten Micron mit dem Disruptor. Ja, Phoenix werden noch rausbekommen. Aber er hat halt keine dritte Base, ne? Und hier kommt, glaube ich, nichts weiter raus. Aber hat natürlich die etwas bessere Armee, aber Disruptor schießen halt nicht. Warum jetzt hier eine Pause sein muss, weiß ich auch nicht. Wird auf jeden Fall hier äußerst knapp. Wie sieht's aus mit Strukturen? Hat auf jeden Fall weniger. Und hat die halt alle in der Main stehen, ne? Hat, glaube ich, 8 Probes. Das sind hier 5. Oh, jetzt recallt er, aber es kommt nicht alles rein. Oh. Oh, das war ein starker Disruptor-Hit. Das war ein richtig starker Disruptor-Hit. Ah, das kann er halt nicht schlagen, ne? GG. Unlucky. Ich glaube, das hätte er sehr gut halten können, wenn er einfach nicht rausgegangen wäre. Oder wenn er irgendwie... Ja. War halt tatsächlich hier in Army Value weit vorne. Also richtig weit vorne. Und wäre einfach... Keine Ahnung. Wäre nicht rausgegangen, hätte er das Game wahrscheinlich gewonnen. Hat dann auch nicht gescoutet, ob der Gegner vielleicht irgendwie eine dritte nimmt oder wo er eine dritte nimmt, wo die Army lang geht. Aber naja, passiert sowas, ne? Mirror Matchup, da kann halt immer alles passieren. Ja, glaube ich, ja, vielleicht hätte er den Base Trade sogar gewonnen. Aber die Sache ist halt, Disruptor können nicht direkt Gebäude angreifen und Arkans halt schon. Naja, auf jeden Fall beendet das hier den Clan War und Team 7X gewinnt mit 4:1. Aber die Ehrenmap haben wir geholt und das ist doch schon mal was. Dann bedanke ich mich beim Zusehen und wünsche allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Another early morning, huh? Dad, I'm getting wrecked. Can't I buy some stronger units? Buy units? Son, we don't talk like that in this house. Come with me. Your grandfather didn't give his life just so his grandson could pay money to be good at something. But, Dad, Grandpa's still alive. And your mother. She wanted to bring you into a world where you'd be judged by your elite skills, not by what you spend. Son, your family's legacy awaits. Cool. Did you bedazzle Mom's engagement ring? StarCraft II, the legendary competitive game, is now free to play. Your legacy awaits at StarCraft2.com. Is that my ring? If that thing's wrecked, I...